Und damit hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen überschätzt, beziehungsweise was ich nicht wusste, dass unser Gegner Level 90 war. Und wir den dann natürlich entsprechend mit unserem, ich glaube mittlerweile Level 39, noch nicht wirklich so gut beikriegen konnten. Ich habe es dann danach nochmal spaßeshalber ausprobiert, allerdings offline, ob es irgendwas bringt, wenn man ihn mit so einem Special-Angriff angreift. Das hat auch ganz gut Schaden gemacht, aber den konnte ich nur einmal benutzen. Und dementsprechend, ja, hat mir das auch nicht allzu viel geholfen. Das geht sicher nach hinten los. Behalte einfach einen kühlen Kopf. Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Ivar und Ubba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Ivar ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Ubba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrat nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürstet es nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Ivar sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. So, so. Vielleicht sollen wir sie also zufriedenstellen. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet... Rede du weiter. Ich glaube, du bist eher nach ihrem Geschmack. Nein, nein. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Nenn mich nicht so. Also ich verzichte, wäre ein bisschen rüde, sagen wir es mal so. Kommen wir zum Punkt. Ja, ich schätze mal, sie würde wohl sagen, nenn mich nicht so. Nenn mich Eivor oder Wolfsmal. Nenn mich nochmal Täubchen und du stirbst. Ach komm, ihr seid doch viel zu klug, um euch mit diesen Ragnarsson-Hunden abzugeben. Hier ist noch Platz, wenn ihr euch was verdienen wollt. Wir brauchen deine Hilfe, nicht deine Schmeicheleien. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden, Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Eine Kuh. Also, ich muss mein Geld ja... beisammen halten, das ist das Problem, weil ich bin da ja dringend drauf angewiesen. Den vollen Preis würde ich definitiv nicht bezahlen. Die Hälfte ist aber auch schon sehr viel. Das Problem ist, wenn sie jetzt sagt, sie wird sie nicht bezahlen, weiß ich nicht, ob sie uns dann vielleicht, ja, schlecht entgegenkommt. Deswegen, um das nicht zu riskieren, möchte ich dann doch lieber, also ich möchte es nicht, aber werde ich dann die Hälfte zahlen oder zumindest anbieten. Wenn Sheolwulf auf dem Thron sitzt, wird es ihn kaum freuen, dass du ihm im Weg standest, dass du an ihm zweifeltest. Gib dich mit der Hälfte zufrieden und Sheolwulfs erster königlicher Befehl wird nicht deine Enthauptung sein. Starke Ansage. Spuck's aus. Burgred bezahlte mich, um die Ragnarssons von zwei Orten fernzuhalten. Legrakester und Tempelburg. Eine große Menge Silber. An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Wir sind hier fertig. Legrakester und Tempelburg. Sagen dir diese Orte etwas?
Mir nicht, aber den Brüdern sicher. Ich werde es ihnen erzählen. Bleib nicht zu lange hier. Wir müssen uns einen König fangen. Eigentlich wollte ich gar nicht hier sein. Du bist nun willkommen. Okay. Hat also auch was Gutes. Überblicke das Land, Freundin. Was ist das für eine Statue? Okay. Gut. Hier wird mir... Doch, da hinten wird mir was angezeigt. Aber so wie es aussieht, wahrscheinlich wieder im Boden. War hier nicht irgendwo so ein geheimer Eingang? Hatte ich da nicht irgendwas gesehen vorhin? Doch, da vorne. Ha! Da können wir bestimmt noch was holen. So, den markieren wir erstmal. Na komm. Nein. Ach so, jetzt ist beides... Naja, gut, okay. Dann kann ich das nämlich besser sehen, wenn ich das markiere. Okay, dann schauen wir da mal eben nach, wie wir denn da reinkommen. Anscheinend ist das hier. Kehr um, Dänin. Steck deine Nase nicht in fremder Leute Angelegenheiten. Entschuldigung. Hey. Nein, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr so willkommen. Lass den Hund seinen Schwanz jagen. Mit der wollte ich mich aber doch gar nicht anlegen. Ich wollte eigentlich da reinschleichen. Passt auf, die Ratte kennt viele Kniffe. Ermüdet den Abschaum. Nein, jetzt hat sie sich nicht ernsthaft geheilt, oder? Schlagen wir zu. Machen wir. Auf mein Zeichen. Was ist dein Ernst jetzt? Passt auf, die Ratte kennt viele Kniffe. Nein, die kann sich doch nicht alle paar Sekunden hier immer wieder auffüllen. Wie scheiße ist das denn bitte? Die Sau flieht. Schießt!
War wohl nichts mit Attentat. Passt auf, die Ratte kennt viele Kniffe. Lass den Hund seinen Schwanz jagen. Ermüdet den Abschaum. Das versuche ich gerade. Schlagen wir zu. Boah, geht doch. Ich darf ja nicht erwischt werden. Wer hat denn jetzt da geschossen? Ach, der. Okay. Nein, ist nicht euer Ernst jetzt. Breite deine Flügel aus. Wer hat denn den Schlüssel? Na, Schätzelein? Wer hat hier den Schlüssel? Man weiß es nicht. Da oben sind auch noch welche. Och, jetzt lauf doch nicht weg. Och, jetzt gehen die da unten hin. Huh.
Geh hoch, los, schneller. Moment. Eine goldene Feder, okay. Nein, du sollst da durch. Das ist nur noch der eine da unten. Okay. Ne, da ist nur ein Feuer. Aber da scheint auch noch irgendwas zu sein. Vor allen Dingen sind da Wachen, okay. Was soll der Radau? Komm, mach hin. Oh, Scheiße! Scheiße! Die wollte ich gar nicht angreifen. Keine gute Idee, mein Freundchen. Das wirst du gleich bereuen. Fuck! Ich werde den Ragnar sonst deinen Kopf übergeben. Das passiert, wenn man mich wütend macht. Ab nach Helheim mit dir. Scheiße. Das war aber nicht meine Absicht. Ich wollte doch nur die Sachen klauen. Ach, verdammt. Och, Mann. Ich glaube, ich bin hier nicht mehr ganz so willkommen jetzt. Die Rüstung, die muss irgendwo da hinten sein. Sie für mich sühnen. Aber das ist nicht weiter weg. Das ist auf jeden Fall hier drin, würde ich sagen. Ja, nachdem wir jetzt schon Scheiße gebaut haben, können wir jetzt auch noch mehr Scheiße bauen. Tonners Tagebuch. Ups. Okay, das werde ich jetzt mal nicht durchlesen, weil wir jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen im Stress sind. Nein. Och. Nehmen wir dich mal dahin. Vielleicht kann ich es dann nehmen. Oder war das jetzt... Nee, das war... Ach, da ist der Schlüssel. Aha, dann bin ich doch gar nicht so schlecht gewesen hier.
Und auch von draußen, okay. Ja, wie gesagt, also das mit der Tonne, das war jetzt nicht so geplant. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Was siehst du da oben, Sühnen? In die Richtung muss ich, genau, das war richtig, okay. Nur der. Ich habe mein Geld wieder geholt. Okay, immerhin etwas. Diesen Wachen entgeht nichts. Ach so, das war das, wo wir eben drin waren. Ich wollte gerade sagen, warum das jetzt rot ist, weiß ich nicht. So. Okay. Dann haben wir natürlich alles, was hier drin ist. Der Jägerhelm. Sehr schön. Brief von Iva. Ich habe deinen Gesandten verprügelt, weil er es wagte, deine unverfrorenen Forderungen auszusprechen. Jetzt ist sein Arsch ganz rot, vielleicht bläulich, bis er bei dir eintrifft. Falls das nicht klar genug war, schreibe ich es dir hier noch einmal unmissverständlich. Wir bezahlen dich in Gütern. Burgretts Wehrgelder gehören uns. Das gefällt dir nicht? Dann komm her und wirble mit deinen wabbligen Kuhäutern in Heuropedum herum. Nun erspar deinen Gesandten eine weitere Tracht Prügel. Oh, und falls dieser Brief nach Pisse stinkt, dann nur, weil ich drauf geschifft habe. Iva. Okay, der ist ja nicht besonders nett. Das können wir nicht lesen hier, ne? Die Rabenablenkung. Sehr schön. Keine Ahnung, was es ist, aber es hört sich irgendwie cool an. Kann man da irgendwie hochklettern? Nee, ne? Okay, perfekt. Dann schauen wir doch mal eben nach, was das... Nein, so nicht. Hallo? Stopp. Andere Tasten. So, Fertigkeiten. Fähigkeiten meine ich. Das ist die, die noch gar nicht da war. Nein, ich möchte noch nicht... Das war jetzt ziemlich dämlich. Setze deinen Raben Sühnen ein, um Gegner kurz abzulenken. Okay, das würde ich allerdings gerne nach unten setzen. Und das hier weiterhin nach rechts. So. Okay, ja, perfekt. Wir müssen komplett woanders hin. Wir müssen geradeaus. Okay, den Bericht erstatten würde ich auch gerne. Allerdings denke ich, dass ich in dieser Stadt jetzt nicht mehr ganz so willkommen bin. Es tut mir auch leid, ich wollte sie eigentlich gar nicht töten, aber so im Nachhinein muss ich sagen, war es ja gar nicht schlecht, weil ich habe mein Geld ja wieder zurückbekommen. Ich weiß, das klingt gemein, aber das ist nun mal so. So, einmal hoch. Kriegen wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Ja,
Du sollst. Da sollst du nicht hoch. Genau, da solltest du hoch. Okay. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, aber nur wenn die wieder hier stehen. Und das will ich doch nicht hoffen. Ja, das ist jetzt Sperrgebiet für mich. Naja, okay. Hätte auch schlimmer sein können. Ich geh mal raus. Ja, jetzt muss ich denen Bericht erstatten. Muss denen erklären, warum sie jetzt dann doch nicht mehr lebt und so. Ja, ob das jetzt mit reinfließt, weiß ich nicht. Ob das jetzt ein Fehler war. Ich gehe mal stark davon aus, dass das ein Fehler war, ehrlich gesagt. Weil wir natürlich jetzt einen Verbündeten weniger haben. Aber ja, es war auch wirklich nicht so gewollt. Es war wirklich nicht so gewollt. Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Naja. Legerkester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legerkester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da. So schnell wie möglich. Und was machen wir mit Torna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Der werdet ihr nicht mehr begegnen. Es sei denn, ihr wollt auch nach Helheim. Mein Silber, wenn ich bitten darf. Ah, sie kommt ganz nach mir, Bruder. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legerkester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Ja, und damit haben wir die Falscherei haben wir freigeschaltet und endlich wieder Fertigkeitspunkte erhalten. Sehr, sehr geil. Und haben mehrere Quests angenommen. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Ja, Schätzelein, ist gut. Ich weiß, ich trauere nicht um sie, aber ich hatte, wie gesagt, auch nicht vor, dass es jetzt so ausgehen wird. Einer, dieses Lanchester oder wie das ausgesprochen wird, das ist hier vorne und das andere ist noch etwas weiter oben. Wo, ach so, ich wollte gerade sagen, wofür Stärke 190 brauche, hallo. gut, alte römische Festung hatte er gesagt und das andere habe ich auch schon wieder vergessen. Sächsisches Bauerndorf in den Ruinen einer römischen Siedlung. Ich würde sagen, dass wir die erstmal verfolgen. Dass wir das dann als nächstes machen. Aber wir gucken noch mal eben schnell, bevor ich rausgehe, nach den Fertigkeitspunkten. Die habe ich jetzt noch nicht freigelegt. Das war die Sache mit dem Adrenalin. Das wäre natürlich nicht schlecht, gerade wenn man dann diese Special-Angriffe macht. Das ist der Handwechsel. Da verstehe ich überhaupt nicht, was das eigentlich soll. Widerstand. Verringert den Schaden von gegnerischen schweren Angriffen. Das wäre natürlich geil, wenn man etwas weniger Schaden bekommt. Dann würde ich sagen, dass ich da was Neues freischalte. Okay. Perfekte Angriffe. Drücke RB erneut, wenn du die Waffe schwingst, um beim nächsten Treffer mehr Schaden anzurichten. Das wäre schön. Aber ich muss erstmal diese Sache hier mit den Adrenalin machen. Okay, das hatte ich gehofft. Bringt das denn was Gutes? Meuchlerlist. Drücke nach einer erfolgreichen Parade. Die kriege ich ja leider irgendwie nicht hin. Ich weiß auch nicht. Schnell auf Y, um eine Rauchbombe vor dich zu werfen und zu verschwinden. Okay, auch nicht schlecht. Wenn man mal wirklich zu viele Gegner hat oder übermächtige Gegner. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das war jetzt nur Crit, ne? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir als nächstes hier oben für den perfekten Angriff hinarbeiten.
Ja, und damit ist diese Folge für heute auch schon zu Ende. Ich werde in der nächsten Folge Iva aufsuchen und mit ihm sprechen, beziehungsweise mit ihm ja wahrscheinlich einen Angriff planen oder etwas untersuchen, ob der da ist oder wie auch immer. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Was? Aww.